Die Beziehung zwischen Kina und Romia hat uns gelehrt, dass Liebe bis weit über den Tod hinausgehen kann, meine lieben Freunde. Und so wollen wir uns nun wieder besinnen und sagen, ja, auch wir lieben, und zwar das Abenteuer, das wir nun wieder in Angriff nehmen wollen, hier zurück bei Dragon Quest XI. Sugisarichi Tokyo. Motomete, weiter geht's im Spielgeschehen. Und zwar so richtig. Wir haben jetzt allesamt unsere Taschentuchpackung aufgebraucht, mit Tränen benetzt und voll geweint. Das war ja auch die letzten Folgen, das war ja auch wirklich Hammer, ne? Das war hammerharter Tobak und richtig traurig. Aber jetzt wollen wir dafür auch belohnt werden. Und das werden wir hoffentlich im Meereskönigreich, das wir nun bereisen können. Wir haben ja von Romia als Belohnung für unsere Botendienste nun ein Geschenk noch geliefert gekriegt, und das wollen wir nun auch benutzen, denn wir sollen jetzt scheinbar in der Lage sein, über dem Meer ein Lichtsäule zu betreten und damit hinabzureisen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, und deshalb laden wir uns mal hier wieder aufs freie Feld, und von dort geht's dann zapp zerapp direkt zum Schiff und zu jener Meeresenge, wo wir dann hoffentlich das Königreich betreten können. So, ich bin mal ganz kurz gespannt. Mal gucken. Ja, da wollen wir nicht lang. Wir wollen hier erstmal kurz hin. Nehmen wir mal das Pferd. Ja? Wir sind ein bisschen faul, was das Laufen angeht. Deshalb gehen wir geschwind auf dem Ross. Hauen hier noch so ein Blümchen weg. Und freuen uns nun tatsächlich darauf, dass wir womöglich unserem Ziel, sprich dem nächsten Orb, ein Stückchen näher kommen werden. Moment. Das Teil nochmal schön überfahren. Weggeklatscht. Mal gucken, ob wir es mit Alice auch machen können. Ah, schade, das geht nicht. Den hätte ich auch am liebsten gleich hier vom Deck hier von einer Holzplanke gescheuert. Den alten Drecksack. Aber nein, wir brauchen ihn ja noch. Der leitet uns ja direkt ganz gemächlich in den Ladescreen hinein. Und dann über das Boot. Aufs Meer! Ha! Jetzt aber! Genug geladen! Sind wir da? Sind wir da? Jawohl! Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Und die führt uns dort nun in das Zentrum des innergelegenen Meeres, wo die Lichtsäule da existieren soll. Die haben wir, glaube ich, auch schon einmal peripher gesehen, zumindest. Jetzt müssen wir uns erstmal den Weg dorthin bahnen. Und da, ach, wer hätte es gedacht? Natürlich wieder wahnsinnige alte, demente Greise, die uns hier an Bord springen, um uns hier, nun ja, was soll man sagen, zu belästigen. Denn eine wirkliche Augenweide stellen die nicht dar. Deshalb, wir erlösen die mal. Von ihrer Alzheimer-Erkrankung. Jetzt wollen wir mal ganz kurz hier einmal so machen. Shadulko! So, die Dragon Slimes greifen mich auch nochmal an. Aber ich greife zurück, dafür bin ich bekannt. Auf Land wie auch auf dem Meere. Und jetzt kommen 308 Erfahrungspunkte, 110 Gold. Nehmen wir alles dankend an. Und dann düsen wir hier noch ein bisschen weiter. Lalalala. Ach, hier ist dieser Altar der Zeit, durch den wir durchgesucht, saust waren, ne? Auf dem Festland. Und da wollen wir jetzt hin, ne? Ach, aber vorher müssen wir hier gleich noch einmal zwei Sonnenschirme samt Meermann erledigen. Komm, erstmal ist er dran. Haha! Jawohl! Komm du mal her, komm, wir machen noch einfach hier einmal ein Eisregen. Und da ist selbst so ein billiger Sonnenschirm, gleich im Eimer. So, hier ein paar Erfahrungspunkte reicher, sowie am Ziel unseres nächsten Reiseabschnitts. Ich guck mal, ich gehe jetzt mal hier hin. Und wir lesen jetzt, dass dort eine Lichtsäule über dem Meer empor scheint, und wollen wir die Meerjungfrauenharfe benutzen? Jawohl. So, und Kodando benutzt jetzt die Meerjungfrauenharfe. Ach, und himmlische Klänge hüllen uns in eine Perle aus Luft scheinbar. Und so sinken wir
hinab auf die Gründe des Meeres. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, was dort für eine Landschaft uns nun in seine Arme nimmt. Können wir jetzt unter... Ich dachte schon, wir können jetzt unter See vielleicht so ein bisschen noch rumgeistern. Aber nein, wir sind tatsächlich direkt im Meereskönigreich. Und zwar heißt das Mudea. Und jetzt sind wir gleich in den oberen Schichten. Oh, unsere Aufgabe ist nun, die Königin dieses Königreichs kennenzulernen und das erste Mal zu treffen. So, wir werden gleich begrüßt von einer, oh, holden Meerjungfrau und Dame. Na sowas. Willkommen. Dies ist das Meereskönigreich Mudea. Es ist schon hunderte Jahre her, dass wir Gäste wie euch hier hatten, also Menschen. Nun, immer wenn ich die Oberfläche oberhalb des Meeres in mein Herz schließe und darin aufgehe, also wenn du nach oben willst und wieder dich zurücksehnst, dann sprich mich einfach an, dann kannst du zurückkehren. Achso. Ach, wollen wir wieder zurück? Nee, Quatsch. Ich dachte schon, die redet von sich, aber nein, die meinen uns. Wir wollen doch nicht zurück. Quatsch. Wir sind gerade erst angekommen. Da wartest du von mir, du. Luna! War da noch was? Warte mal, hier. Da ist doch was, hier ist doch was. Hier ist doch was, da ist doch was. Guck mal, ein seltsames, mysteriöses Seegras. Nehmen wir mit. So. Ah, und ganz plötzlich leuchtet unser regenbogenfarbener Ast ganz mächtig auf. Scheint ein Zeichen zu sein dafür, dass hier irgendwo ein Orb in der Nähe ist. Guck mal, jetzt glänzt unser Schritt. Führt uns schnurstracks zur Königin des Landes. Ich glaube mal, das ist eine richtige Schönheit. So unsere Meereskönigreichen, Meerjungfrauen, dann noch die Anführerin, das müssen die Schönsten der Schönen sein. Ach, herrlich. Aber das sind nicht nur Meerjungfrauen, wie ihr seht, auch noch hässliche andere Kreaturen. Ach ja, was für Grazien. Da geht mein Herz doch gleich doppelt auf. Und auch Cameo scheint entzückt zu sein über diesen Anblick. Dieser Ort gleicht doch dem Paradies auf Erden, oder? Oh, ja, ich glaube, da könnte ich noch ein paar Jahre länger leben, wenn ich mir das angucke hier. Puh, das ist irgendwie komisch, fragt sich hier Cameo. Obwohl wir inmitten des Meeres sind, können wir hier atmen. Ist das etwa auch auf die Kraft der, die mysteriöse Kraft der Meerjungfrauen zurückzuführen? Entsprechend können wir uns tatsächlich nun vergewissern, ob die Geschichte über den Orb, der auf den Meeresgrund gesunken sein soll, tatsächlich wahr ist oder nicht. Kurando, wir haben jetzt zwar den Orb, den wir suchen, aber zunächst sollten wir die Königin dieses Königreiches treffen und ihr unbedingt mitteilen, was mit Lodomia geschehen ist. Sprich, wir müssen zum Palast, der dort oben in einer wundervoll geformten Muschel positioniert ist. Aber jetzt, ihr wisst, was kommt. Eine weitere Stadtführungstour hier durch das Meereskönigreich. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier noch ein paar schöne Sachen finden. Jetzt erstmal hier die gute Dame ansprechen. Die haben auch irgendwie alle die gleichen Oberteile an, kann das sein? Ha? Na, jedenfalls sagt sie auch nochmal, hier ist das Meereskönigreich Mudea und ja, es ist das Paradies unter dem Meer, wo was von der wunderschönen Meerjungfrauenkönigin einstmals gegründet wurde. So leicht schwerelos ist man hier auch. Aha. Die Lieder der Meerjungfrauen haben, oder die Gesangsstimme der Meerjungfrauen haben eine heilende Wirkung. Du siehst ziemlich erschöpft aus. Soll ich dir einmal etwas vorsingen? Jawohl. So, wir hören die wunderschöne Stimme einer Meerjungfrau. Und dadurch wurden wir jetzt geheilt, oder was? Tatsächlich. HP und MP wurden geheilt. Wir haben zwar nichts gehört, aber müssen wir uns halt vorstellen. Ach, du Kacke. Was bist du denn für einer? Ist ja widerlich. Das ist ja ein hässlicher. Sag nicht, das ist das Konterfei der Meerjungfrau, also die männliche Version. Sprich, das sind mehr Männer. Das andere sind mehr Jungfrauen, die müssen sich paaren, um
weiter zu existieren. Oh, dann tun mir aber die Meerjungfrauen hier echt leid. Ah, oh, gruselig. Ja, wie dem auch sei. Er sagt... Oh, ich bin dieses Jahr schon 240 Jahre werde ich alt dieses Jahr. Und es ist das erste Mal, dass ich mit Menschen spreche. Bist du etwa der Gast der legendären, berühmt-berüchtigten Meerjungfrauenkönigin? Dass du hier unter Meer atmen kannst. Das ist... Die Ursache davon liegt in der magischen Kraft der Meerjungfrauenkönigin. Das ist halt die Art der Meeresbewohner, euch hier willkommen zu heißen. Die Meerjungfrauenkönigin ist in ihrem Palast, in ihrer Residenz, ganz im Innern des Königreichs. Ihr Thron sei es an der Spitze des Königshauses dort, der Königsresidenz. Sie wartet schon auf dein Kommen. Okay, ey. Geht nur. Vorher gucken wir nochmal hier, ob wir irgendwas abpflücken können. Seegras oder so. Und hier kommt so eine Makrele. Hier ist so ein Aal. Komm mal her, du. Pinkfarbenen Aal mit zwei Ärmchen. Kann man leider nicht mit interagieren. Das ist aber schade. Okay, gut. Gibt's hier noch was? Wir nix verpassen. Drück mich hier einfach mal hier durch, aber nein. Da läuft man nicht hier noch komplett. Raus. Hab ich gesagt. So, hier haben wir die Bank. Wird natürlich betrieben von einem Hai. Einem Finanzhai. Der hat sich hier ganz schön, fertig gemacht. Nee, antwortet nicht. Okay, ach, das ist der Waffenladen, Waffen- und Rüstungsladen. Er antwortet nicht, er scheint die Sprache der Menschen nicht zu beherrschen. Beziehungsweise wir scheinen die Sprache der Haie nicht zu beherrschen. So kann man es natürlich auch sehen, ne? Und du willst mein Geld, ist doch klar, ne? Oh, willkommen hier bei der Goldbank von Liebe und Vertrauen. Wir haben derzeit kein Geld von euch hier im Deposit, also aufbewahrt. Also was wollt ihr? Wollen wir Geld einzahlen? Natürlich nicht. So einem will ich kein Penny anvertrauen müssen. So, dann gucken wir hier mal weiter. So groß ist das Königreich ja auch nicht, deshalb das kann man ganz gut abgrasen kurz noch. So, was ihr? Wollt ihr? Ach, Menschen oder Meerjungfrauen, das spielt auch gar keine Rolle. Solange es tolle Gegenstände hier gibt, einen schönen Morgen und ein schönes Wetter und schönen Himmel, solange ist auch alles gut. Also jetzt kaufen wir schön ein. Was gibt's denn bei dir zu kaufen? Ja, ein paar Kräuter. Komm, wollen wir mal hier so ein gutes Heilkraut kaufen? Können wir dem Roman in die Tasche stecken? Der hatte letztes Mal ja keinen dabei, glaube ich, ne? Zack. Und nochmal zwei, damit jeder jeweils so ein Krautreservoir bei sich in der Hosentasche hängen hat. Für den schlimmsten Fall, man weiß ja nie, ne? So, ihm passt nichts mehr in der Tasche. Na gut, dann lassen wir's. Zumindest etwas sind wir jetzt gerüstet. So, wo kommst du denn her? Ein Mensch! Was zur Hölle macht ihr hier am Meeresgrund? Auch wenn ihr versucht, uns zu fressen, wir schmecken nicht wie Meeresbewohner. Und ihr werdet auch nicht unsterblich, wenn ihr eine Meerjungfrau esst. Schminkt euch das mal ab. Was, ihr sucht den Orb, der auf dem Meeresgrund gesunken ist? Davon weiß ich nichts. Solche schweren Angelegenheiten solltet ihr mit der Meerjungfrauenkönigin besprechen. Okay. Was? Ihr habt keine Kiemen? Keine Flossen? Ihr müsst nicht durch... Ihr könnt so Luft atmen? Ihr seid Menschen? Oh, ich glaub's nicht. Seit meiner Kindheit schwärme ich für Menschen. Und jetzt sehe ich das erste Mal einen mit meinen eigenen Augen. Gott sei Dank hab ich es geschafft, so lange hier durchzumachen, zu überleben. Und ihr seid hergekommen. Hört man ja richtig... prächtig empfangen. So, was ist mit dir? Nun, es ist mehrere Jahrzehnte her. Da habe ich in der Nähe unseres Königreiches Schiffe gesehen, die da entlang geschwommen sind. Und ich habe geträumt von der Welt der Menschen. Und noch jetzt
ist mir, der Gesang liegt mir in den Ohren, den ich dort gehört habe. Ich würde dieses Lied am liebsten noch einmal hören. Hat irgendein Mensch wahrscheinlich was gesäuselt für sie? Na, sowas. Du fragst dich, was ich hier mache? Natürlich angle ich. Nun, ich bin dafür zuständig, dass ich hier in der königlichen Residenz auch koche, ne? Dass ich hier für die essbaren Grundlagen sorge. Hm? Was glotzt du mich denn so an? Ihr angelt doch auch, ihr Menschen, um Fische zu fangen, oder nicht? Meine Fresse, seid ihr komisch. Ja. Was ist denn das für einer hier? Ein Anglerfisch. Na sowas. Wir nichts mitmachen, ne? Nee, leider nicht. Hier hoch komme ich wahrscheinlich auch nicht. Oh, doch, schon. Upsala, komm. Diese paar Zentimeter müssen wir noch hochkommen. Wobei, da ist ja auch nichts irgendwie, ne? Kein Schatz versteckt. Nee, dann können wir uns das abschminken. Ach, da! Wenn man vom Schatz spricht, da ist er ja schon. Den wollen wir haben. Oh, eine kleine Medaille. Schicken wir ein. Jawohl. Und dort ist auch noch ein Fischmensch. Wir haben anquatschen können. Tut mir leid. Ich entschuldige mich, ja, bitte friss mich nicht, ja? Ich zerfleisch mich nicht mit deinen fetten Zähnen. Das will ich nicht. Ja, mal Angst vor uns, ne? Naja, was man nicht kennt, macht einem Angst. Ist ja oftmals so. Und die meisten haben ja gesagt, dass sie zum ersten Mal einen Menschen sehen. Du etwa auch, Meerjungfrau? Ach, ich bin hier, die Haushaltshilfe. Ich kümmere mich um das Haus. Hier lebt eine wunderschöne Meerjungfrau namens Romia. Sie hat zwar den anderen Fischen gegenüber als Geheimnis gehalten, aber dir kann ich es ja erzählen, du bist ja ein Mensch. Um ehrlich zu sein, es ist geplant, dass bald ein Mensch hierher zieht in dieses Haus. Er hat Romia das Versprechen gegeben, sie zu heiraten. Nun, ich halte jetzt zwar nicht so viel von Menschen, die sind sehr sonderbar, aber Romia hat diesen Mann in sein Herz geschlossen. Deshalb denke ich, er ist ein guter, eine gute Person, ein guter Mensch. Ich freue mich auf ihn. Da kannst du dich aber lange freuen, da kommt niemand mehr. Okay, dann lesen wir mal unter Wasser ein Buch. Mit sonderbarem Papier anscheinend verfasst, damit das hier nicht vergilbt und versifft und verflüssigt sich, diese ganze Scheiße. Jedenfalls steht hier was geschrieben über das wunderbare Leben hier am Meeresgrund. So ist dieses Buch handschriftlich verfasst. Und es wurde tatsächlich von Romy an Kinai geschrieben, ne? Und zwar geht es hier um die Zeit, in der Menschen auf dem Meeresgrund leben. Merk es dir bitte, A-I-U-E-O, diese Schriftzeichenreihenfolge, was, A-I-U-E-O? Ah, nein, bitte, sei nicht sauer. Und, ja, es ist zwar schwierig hier auf dem Grund des Meeres zu sein, versuch nicht zu schwimmen, versuch einfach nur ganz ruhig zu sein, dann ertrinkst nicht, das ist keine Sorge. Ach, A-I-U-E-O sind die A's und O's sozusagen, ne? Also A für übersetzt, darfst nicht so wild rumhampeln. I für Ijimenai, also ärger nicht die kleinen Fische, die hier sind. Das sind so das Regelwerk, was China mit an der Hand geben wollte. Denn kleine Fische sollte man nicht ärgern, weil die Eltern der kleinen Fische meist große Fische sind und das ist dann gefährlich. Und das nächste ist, gucke nicht nach oben. Wenn du nach oben guckst, dann läuft dir nämlich Wasser in die Nase. Und E ist zum Beispiel, dass man aufpassen soll beim Atmen. Denn mit den Nasen, nee, nicht atmen, also die Kiemen. Ja, Kiemen sind super, denn bei Menschen ist es so, dass die nicht atmen können ohne Kiemen und deshalb schon praktisch.
Und Ofe Omoyadi, also kümmere dich um alle Lebewesen hier, ob Mensch oder Fisch oder Meerjungfrau. Lebe so und so in Eintracht mit der Mensch, mit den Leuten, so wie du es auch willst, dass sie dich behandeln, so, ne? So grob übersetzt. Das Regelwerk für Kinai, das umsonst geschrieben wurde. So leid es mir auch tut, das zu sagen. Aber es ist so. Oh, und sie sagt, die Meerjungfrauenkönigin hat komplett Probleme, ja? Die hat Schwierigkeiten. Was zur Hölle fällt ihr denn ein, Menschen hier in das Königreich zu lassen? Ihr seid tatsächlich, ihr Wichser sozusagen, seid tatsächlich die Gäste der Meerjungfrauenkönigin. Was wollt ihr denn, wenn ihr euch auch irgendwie, wenn ihr einen falschen Schritt macht oder irgendwie euch komisch verhaltet, ne? Dann dürft ihr nie wieder in dieses Königreich rein. Ja, Alter, wie unfreundlich. Ach, guck mal, hier kann man speichern. Will ich aber gar nicht. Haben wir noch erst. Willkommen, Menschen. Die Königin wartet in ihrem Thronsaal auf euch. Nun aber, ihr erwartet sicher menschliche Treppen hier. Aber sowas gibt es nicht im Palast des Meeresreiches. Ich bringe euch zum Thronsaal. Wollt ihr dorthin gehen? Ja. Verstanden. Also dann, Menschen, haltet euch an meiner Hand fest. Wie wir alle. Wir sind eine Gruppe aus mehreren. Ach, es hat aber trotzdem... Okay, die hat uns da hoch gehievt. So, erstmal... Nee, ich wollte gerade sagen, erstmal sprechen wir mit ihrem Berater, aber nein. Es geht automatisch los. Oha. Das ist sie also. Ich habe euch erwartet, Kurando. Willkommen im Meereskönigreich Murea. Ich bin die Meereskönigin Seren. Kamio sagt, Kudan, du sagst du? Warum kennst du seinen Namen? Nun, ich kann ein wenig Magie benutzen. Musst du wissen. Ich weiß alles, was oberhalb des Meeres passiert. Aber diese schwierigen Geschichten sollten wir auf später verschieben. Nun, es tut mir leid, dass ich so schnell und forsch voranschreite, Kurando, aber du bist gekommen, weil es etwas gibt, was du suchst, nicht wahr? Oh! Die Dinge aus der Menschenwelt sind wirklich wunderschön. Hier ist ein Licht eingeschlossen, ein Sonnenlicht, das niemals bis hier runter reichen würde. Ich danke dir dafür, dass du dich um Romia gekümmert hast. Dies ist mein Dank an dich. Ich gebe es euch Menschen zurück. Das ging jetzt aber fix, ne? Ach, den Green Orb haben wir somit erhalten. Ich habe es gesehen, was mit Romia und Kinai war. Meerjungfrauen, die das Land betreten, werden zu Schaum und verschwinden. Sie hat diesen Schwur damals geleistet und sie wusste, was passiert. Und dennoch hat sie ihn so geliebt, dass das passiert ist. Es ist wunderschön zu sehen, trotz dessen auch so traurig. Wir Meerjungsmenschen oder Meerjungfrauen haben alles versucht, einen Weg zu finden, dass Mensch und Meerjungfrau zusammenleben können. Aber dies scheint ein Traum zu sein, der sich niemals erfüllt. Aus den Augen von uns Meerjungfrauen betrachtet, seid ihr Menschen. Ja, ihr seid so gefährlich für uns und auch so labil in gewisser Weise. Ihr seid von der Kraft und von dem Körper schwach und habt ein unreifes Herz in eurer Brust. Allerdings ist es auch wahr, dass man ab und zu, wenn man richtig sieht, etwas funkeln sieht in euch, in der Gestalt, in etwas Starkes in euch funkeln sieht. Denn einmal, wie ein Augenschlag in eurem Leben, gibt es etwas, das ihr fordert, das ihr wollt, und dann werdet ihr stark. Nun, um ehrlich zu sein, so wie ihr euch danach sehnt, auf dem Meeresgrund zu leben,
sehnen wir uns ab und zu auch danach, an Land zu kommen. Kinai und Unomia. Ich bete für euch, dass ihr euch irgendwann wieder treffen werdet. Mit der Kraft und des Willens des Lebensbaums. Es ist auch der Wille der Welt, dieser großen Welt, dass wir uns heute hier treffen, Kurando. Mein Held von der Erde. Mit dem Fluss der Zeit tut sich ein Held auf. Und wenn du den großen Lebensbaum ersinnst, dorthin zu geraten, dann werden wir euch helfen und so gut wie möglich unterstützen. Alles so, wie der Lebensbaum auch will. Ach, was für eine schöne Ansage. So, wir sind jetzt, kriegen eine Auszeichnung als Boten sozusagen für die unerfüllte Liebe. Und zwar, weil wir der Meerjungfrauenkönigin mitgeteilt haben, was denn zwischen Kinayuki und der Meerjungfrau Romia passiert ist. Und ja, wie denn das Ganze aus zu Ende gegangen ist, wobei sie wusste es ja eh schon alles. Ich denke, dass wir uns treffen konnten, war der Wille des Lebensbaumes. Und da sagst du das gleich nochmal. So, kann man mit ihm nochmal reden? Die Menschen, die an Land leben und die Fische, die unter dem Meer leben. Für unsere Königin Seren, die ja wirklich ein reines Herz hat, ist das alles das Gleiche. Und es gibt keine Diskriminierung, alles das Gleiche. Unsere Königin Seren ist eine wirklich fabelhafte Meerjungfrau. Geschwind, flink und in jeglicher Hinsicht überragend. Ich verehre sie. Ja, schön. So, und ich verehre jetzt die Tatsache, dass ich nach Hause kehren kann. Und mach das jetzt auch mal, denn wir haben genug Meeresluft, wollte ich fast schon sagen, Meereswasser geatmet. Jetzt geht's hier weg. Ach, aber vorher gibt's noch eine kleine Quest. Noch einmal, nur einmal. Die sagt das Gleiche. Von dem Schiff, dem wundervollen, prächtlichen, prächtigen Handelsschiff. Und da waren ganz viele Seemänner drauf. Und darunter ein kleiner Junge. Und dieser Junge hat mit seiner Hand ein kleines Musikinstrument betätigt. Und jeden Tag, Tag ein, Tag aus, eine wunderschöne Melodie, ein wunderschönes Lied gesäuselt. Sein Lied war so fröhlich und hatte so einen glücklichen, schönen Rhythmus. Es war ein Lied, was ich noch nie hier unten gehört habe in diesem Meereskönigreich. Ich war total in Träumen versunken, als ich es gehört habe und habe ihm gelauscht. Allerdings, nach einer Weile ist der Junge vom Boot gestiegen und so erlosch auch der Klang der Melodie. Ich würde doch dieses Lied noch einmal nur in meinem Leben hören wollen. Bitte such den Jungen, mein Reisender, und bitte ihn, das Lied noch einmal zu spielen. So, jetzt nochmal die Sehnsucht nach der Erdoberfläche hier, nach dem Festland heißt die Quest. Und wir kriegen, dafür, dass wir diesen Jungen finden und einmal noch das Lied spielen lassen, kriegen wir ein schönes, lanzenartiges Gebilde, die Krakos. Lanze sozusagen, heißt die. Danke, Reisender. Ich erinnere mich nicht mehr so sehr. Es ist so lange her, dass ich dieses Lied gehört habe. Ich weiß nur, dass auf dem Schiff in menschlichen Schriftzeichen geschrieben stand, der Name Daharune. Ich bitte dich, Reisender, finde den jungen Mann und lass ihn noch einmal das Lied spielen. So. Sprich, in Daharune wartet der. Oder beziehungsweise, der wartet nicht, der lebt dort sein Leben höchstwahrscheinlich und wird ganz überrascht sein, wenn wir da auf einmal auftauchen und ihn darum bitten, das Lied nochmal zu spielen. Jedenfalls, kann ich jetzt bei dem Hai noch was kaufen oder geht das noch nicht? Nee. Verdammte Kacke. Ich würde aber gerne hier die Waffen vom Meereskönigreich kaufen. Dürfen wir anscheinend nicht. Ist aber diskriminierend, ne? In gewisser Weise. Was machst du da? Also, Menschen sind schon so ein bisschen angsteinflößend.
aber im Vergleich zu meinem kleinen Bruder bin ich ja auch wie, das sind wir ja wie Himmel und Erde oder Sonne und Mond, so also unterschiedlich wie sonst was, ne? Nun, jetzt reicht's aber. Wir haben schon genug geredet dafür, dass wir uns das erste Mal hier treffen. Und eins solltest du niemals vergessen, Mensch. Auch Fische haben ihre eigenen Fischproblemchen, ne? Aber die sagen wir euch Menschen natürlich nicht. Erwarte ich auch nicht. So, das war unser klitzekleiner Exkurs in das Meereskönigreich. Und das liefert doch den perfekten Abschluss für dieses schöne Chapter mit Kinai, dem Fischerjungen, und Dolomia, der Meerjungfrau. Also dann, jawohl, wir wollen nach oben zurückkehren. Also lass uns bitte das Schiff betreten und... Ja, ihr könnt jederzeit wieder zurückkehren, sagt sie hier, wenn ihr denn auf der Harfe spielt. Und ja, das machen wir. Irgendwann vielleicht mal. Wenn der Hai uns seine Waffen verkauft, dann kommen wir wieder. Vorher nicht. So. Jo. Dann steigen wir empor, gucken auf die Karte und wissen nun, dass wir weiter reisen sollen, um... die weiteren Orbs zu finden. Und falls wir uns verlaufen sollten, sollten wir die Königin von dem Meereskönigreich noch einmal fragen. So, wir sehen, wo wir als nächstes hin sollen. Da wollen wir uns dann auch mal schon mal aufmachen in dieselbe Richtung. Und wir machen gleich nochmal Halt in Dahlune, wo wir dann hoffentlich auch die Quest für die Meerjungfrau erledigen können. Sprich, wir kämpfen uns hier noch einmal kurz. Haha. An diesen widerlichen Kreaturen entlang. So, komm. Du schlägst das kaputt und du machst mal hier einen schönen Eisregen. Oh, verdammt. Die kommen dann gleich mit Flammen, ja? Ich beschwöre Eis, sie hauen Flammen raus. Ja, Rukani versucht hier zu beschwören, aber nein, das macht Rokudando aggressiver. Sprich, wir holen unser großes Schwert raus, schleudern ihm das mal ins Gesicht. Und steigen dann mit Kudando einen weiteren Level. Sehr schön. Kiste, ja, Black Pearl fischen wir da raus. Und machen uns dann gleichsam wieder auf den Weg. Auf die nächste Schiffreise. Waren wir hier schon drauf? Weiß ich gerade nicht. Müssen wir auch mal gucken. Ich glaube, wir bräuchten dann auch mal so die ein oder andere Folge, wo wir nur durchs Meer cruisen, ein bisschen so hier und dort mal gucken. Ist schon auch ganz interessant. So. Aua. Jawohl. Ich frage mich ja jetzt zugleich auch schon, wie wir diesen Jungen, von dem die Meerjungfrau gesprochen hat, wie wir den finden sollen. Sie hat ja schon gesagt, dass es vor langer, langer Zeit war, dass sie dieses Lied gehört hat. Und Meerjungfrauen haben ein ganz anderes Zeitgefühl, weil die halt auch viel, viel länger leben. Sprich, der müsste auch schon uralt sein, dieser Junge von einstmals. Naja, wir werden es sehen. Ich hoffe natürlich drauf, dass der besagte junge Mann, beziehungsweise alte Knacker dann wahrscheinlich eher, markiert ist. Weil sonst müsste man sich hier tatsächlich komplett durch das Städtchen suchen und das ist, glaube ich, nicht so super, ne? So. Ja, müssen wir zu Fuß gehen, weil die Pferdeglocke leider nicht hier unten ist. Aber kein Problem. Wir nehmen den kürzesten Weg durchs Grün hier und hoffen, dass wir dabei keinem Monster mehr begegnen müssen. So, hier vorne. Achso, okay. Bah, bloß vorbei an denen. Muss ich mir nicht gefallen lassen. Moment, gegen die nochmal kämpfen zu müssen. Wir können sie ein bisschen ärgern. Einfach aus Jux. Mal so ein Armbrustbolzen in so ein Monster reinschießen, damit es dann leidet und irgendwann sich die Wunde entzündet und es daran zugrunde geht. Nur mal so aus Spaß, ne?
Hier sind auch widerliche Leute hier, ey. Gibt's ja gar nicht. So. Da sind wir da, du, ne? Und jetzt heißt es, Augen auf. Irgendwo muss der Typ doch sein. Ist der markiert auf der Karte? Nee, ne? Nee, so leicht machen sie es uns nicht. Handelsschiff, hat sie gesagt. Ist es der Händler gewesen? Der erzählt dir den gleichen Kack. Nee, dann war es der sicher nicht. So. Wer mag das gewesen sein? Hier bei den Rittern brauche ich, glaube ich, gar nicht erst gucken. Der Penner hier? Ho, ho, ho. Nee, achso, ist ja der, der im Casino abgezogen wurde. Ist es der reisende Händler, der hier den Orb gekauft, der beziehungsweise den regenbogenfarbenen Ast gekauft hatte? Nee, ne? Der Fettkloß? Nee, ach komm. Haben wir schon alles gehabt. Ich will mich jetzt auch nicht hier wiederholen. Mit den ganzen Botschaften. Ja, mit den ganzen Leuten, die haben wir ja schon gequatscht. Aber da vorne. Womöglich? Nee, ach, der wollte hier das Bunny-Outfit sehen, oder? Der Drecksack. Ist das der gewesen? Ja, das ist der. Bunny-Chan, nee, komm. Kannst du dir sonst wohin schieben. Da oben war auch noch eine Quest, oder bezieht sich das halt jetzt auf unsere Aufgabe? Mal gucken. Da kommen wir hoch. Nee, ach, er wollte auch so uns. Ach so, hier. Schwarzen Pfeffer. Sollen wir die Diebesbande besiegen? Nee, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Wird sich der finden. Aber jetzt wollen wir storytechnisch erstmal weitermachen. Ob die Meerjungfrau jetzt ihr tolles Lied hört oder Peng, ist mir vollkommen gleich gerade. Ich will jetzt eigentlich nur weitermachen. Und wir beenden die Folge dort, wo sie begonnen hat. In der Kirche von Daaruno. Und von ihr aus werden wir dann das nächste Mal richtig schön weiter in See stechen, liebe Leute. Das war's. Ihr könnt auch mal schön kommentieren und liken. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl und auf Wiedersehen.